Frankfurt gegen Helsinki. Let's go! Wie ist Leute und was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresan und in 2 Stunden ist Anpfiff Eintracht Frankfurt gegen Helsinki. Nach der Pressekonferenz von Dino Topmöller wissen wir, dass die Jungs in einem 3-4-3 spielen werden und Nkunku heute von Anfang an starten wird und Jens Kral spielen wird, Freunde. Also ich bin sehr, sehr excited. Ich habe mir Jens Kral seine Pressekonferenz natürlich angehört, beziehungsweise mit Dino, und super sympathischer Typ. Und ich erwarte ein grandioses Spiel wie gegen Hoffenheim, Freunde. Wer den Vlog noch nicht gesehen hat, wir waren auch am Wochenende in Hoffenheim. Zieht euch rein und ich würde sagen, Leute, viel Spaß bei diesem Vlog. Forza SGE. Ja. Freunde, wir stehen jetzt hier gleich kurz vor dem Stadion und bevor es uns reingeht, machen wir eine kurze Game Prediction. Silas am Start. Silas, was sagst du, wie geht's heute aus? 4-1. 4-0. 4-0. 4-0. Finn und Tonic auch am Start. Was glaubt ihr, wie wird das heutige Spiel ausgehen? 3-0. 3-0? Finn? 3-0? Ich sage 4-1. Mal gucken, was bei rumkommt. Wir sehen uns dann später. Die Herrschaft, ich muss ganz kurz fragen zur heutigen Game Prediction. Was glaubst du, wie wird das Spiel heute ausgehen? Ich denke, Frankfurt wird gewinnen. Frankfurt wird gewinnen? Auf jeden Fall. Ein Ergebnis, wie hoch? 2-0. 2-0? Okay. So ist es. Perfekt, danke. Alles gutes klar. Spiel. Ciao. Die Herrschaft, ich muss ganz kurz stoppen. Heutige Game Prediction. Was glaubt ihr, wie wird das Spiel heute ausgehen? 3-0. 3-0? Mamouche, 2 Tore, Bimbe 1. Geil. 2-0. 2-0? Wer trifft? Keine Ahnung. Egal, passt. Hey Jungs, gutes Spiel euch. Danke. Ciao, ciao. So, Freunde, wir betreten das Stadion in 20 Minuten bis Anpfiff. So, Freunde, wir müssen einmal hier unsere Plätze genießen. Der eine liebt sein Mädchen und der andere liebt den Sport. Den Sport! Hier zumindest im One Football spielt ja auch in 3-4-3. Mit dem Jürgen. Sie spielten so gut und sie spielten so schön mit dem Jürgen Gabowski. Die 300 mitgereisten Auswärtsfans lassen mich auch mal hier hören. So Leute, die Mannschaften betreten den Rasen. Sami, was glaubst du, was geht Spiel aus? 3-0? 3-0? Wir sind gespannt. Hey Freunde, Aufstellung stimmt gar nicht. Wir spielen Viererkette. 4, ein Sechser mit Skiri. Im Bimbe rechts, links Nkunku. Götze als Zehner, Chibi als Zehner und Musch. 4, 1. 4, 1. Na, ich kann. Ach, egal. Leute, Anpfiff, let's go. Oh mein Gott, was ein Fehler. Oh mein Gott. Oh mein. Jens, Jens. Wow, Leute, erste Aktion, so gefährlich. Koch hat einfach Ruhe und Zeit gehabt und ist nach rechts abgedreht, hat nicht gesehen, dass da 2 Stürmer mal, die auf ihn zugelaufen sind, wollte abdrehen, anstatt einfach zu Kral zu passen. Abstimmungsfehler, Leute. Gut kombiniert, starker Ball. Nein. Oh! Erste gute Chance heute, schade, schade, schade. Ist der besoffen? Leute, zweite Chance, sehr gefährlich. Wir sind jetzt hier in der 8. Minute. So Leute, bei der Flanke von Chaibi war eben gerade, ihr hört, ja, es ist der Peter, war der Abwehrspieler von Helsinki nach dem Kopfball mit dem Arm, hat er den Ball nach oben geleitet und jetzt gibt es den Elfmeter. Mal gucken, wer schießt. So Leute, Mbimbe hat sich den Ball genommen und schießt den Elfmeter. Ich weiß nicht, ich habe keinen Plan, ich hätte Koch, glaube ich, schießen lassen. Auf der Bimbe. Ja! 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 Fall 2-0 steht heute. Wir sind jetzt hier in der 23. Minute. Gutes Spiel von der Eintracht. Auf jeden Fall deutlich überlegener. Starke Ball erobert. Komm schon, jetzt gibt man keinen Freistoß.
knapper Freistoß von Shaibi. Sehr knapp, schönes Ding, Leute. Den nächsten schade, macht er schade, rein. Schade. Jetzt steht 2 zu 0. Die Barrage. Unser Kapitän mit oh. Der Flieger. Robin! So steht es in der 28. Minute. 2-0 für die SG. Let's go. Ich dachte mir, was für eine scheiß Ecke. Was macht ihr da? Also, wenn ihr Köhler Gedächtnisecken, also auf Knie. Ja. Komm, mach uns. Links 1-1. Leute, 30 Minuten. Die erste halt. Der ägyptische Quaresma. Ey Leute, Mamouche hat den Ball so geil reingemacht mit seinem rechten Fuß. Schießt er erst mit links, prallt ab und dann bolzt er das Ding mit der Picke so halb rechts einfach rein. Überragend, Leute. Und jetzt haben wir die 32 Minuten und hier ist so eine geile Stimmung. Komm Leute, Eberdi kriegt auch mal Sendezeit. Mal gucken, ob die aus der Ecke was machen. Schießt sich ja gefährlich. Ah, zum Glück. Oh mein Gott, es gibt keinen Meter. Ah, gelbe Karte, Schweige. Gelb. Was ist für ein Geschmack, aber? Oh! Ja! Ja! 4-0, guter, ja! Alter Schwede, überragend, Leute. Was eine erste Hälfte. 4-0, heftig, sehr heftig. Und es ist Halbzeit, Freunde. Wir kommen zu Silas, auch Halbzeitanalyse. Ja. Wie fandest du die erste Halbzeit, Silas? Es gibt nicht viel zu sagen eigentlich, gell? Das Ergebnis spricht für sich. Sehr dominante erste Hälfte. Ich kann mich nur an eine Situation in unserem 16er erinnern. Das war danach diese eine Ecke oder Freistoß, was auch immer das war. Dreimal abgeblockt, irgendwie sinnlos den Ball bekommen. Aber ich würde sagen, sehr dominante Halbzeit, 4-0 Führung. 8-1 Ecken, 63-36% Ballbesitz oder 34%. Ja, da gibt es sicher viel zu sagen. Nee. Mal sehen, ob die zweite Hälfte immer noch so torreich bleibt. Zweite Halbzeit so 8-0. Torspektakel erleben, nach Hause gehen. Wäre geil, gell? Morgen auf die Arbeit, Leben genießen, wissen wir. So Leute, bei Helsinki gibt es hier gerade Dreierwechsel und dann ja, beginnt gleich hier die zweite Halbzeit. So Leute, die zweite Halbzeit kann beginnen. Auf ein Torspektakel, auch in der zweiten Hälfte. Let's go, Forza SG. Komm, Jamie, Maschine, Bruder. Überragend, geil durchgesetzt. Jetzt rein das Ding und Tor. Und Tor. Ja, Latte, nein. Schade. Wunderschön von Jaibi abgelegt. Wow, gutes 1 gegen 1. Aber jetzt Knauf. Ah, nee, Ball weg. Wenn er hierher kommt, jubel ich halt. Ja, safe. Boah, Helsinki kommt hier gar nicht raus, Leute. Stark. Jetzt Tor. Ja! So Leute, Hasee bekommt rein, Engangkang kommt rein, Paxton Aaron kommt rein. Es steht jetzt 5-0 in der 55. Minute. Ach Leute, was ein schönes Torspektakel. Aber die betteln gerade ein bisschen um ein Gegentor. Was passiert hier heute? Ja! Paxton. Tor! Oh. Schade. Alter, das war so stark gespielt. Tor. Was, Ansgar? Ansgar, Bruder! Wir wollen dein Trikot, mach doch Tor! Gefährlich. Ansgar, Knauf ist mehr wert. Boah, stark jetzt, sicher. Wow, ich glaube, es kommt nur circa die zweite oder dritte. Ja, so. Dann ist hier die 73. Minute. Yeah.
viel wichtigere Frage. Stark jetzt, Mann. Hey. Muss man das, Leute. War schön gespielt von der City, war sehr schön. Leute, Timothy kommt rein, bester Mann der Firma. Leute, der Timothy am Ball, das ganze Stadion schreit einfach überragend. Überragende Vorlage von Timothy Chandler. Auf den Wind mit dem Doppelpack macht. Überragend. Wir haben jetzt hier noch 2 Minuten, Leute, und dann ist es hier vorbei. Aufwechseln. Das Spiel ist vorbei. Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Helsinki 6:0. Let's go! Alle, was ein Glücksspiel. Wir haben Plakat gemacht. Ansgar hat uns nicht gesehen. Er will nur mit diesen Jungs gesehen. Und übergibt safe. Sein Trikot. Was ein Ehrenmann. Oh mein Gott, Leute. Was ein crazy move. Was ein crazy move, Leute. Oh. So Leute, das Spiel ist vorbei, die Eintracht gewinnt 6:0 und es gibt gar nicht viel zu sagen, Freunde. Es war einfach ein überragendes Spiel und lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Macht's gut, peace out.